Ebene menschlicher Verständigung so ist, kann es nicht überraschen, dass die Wahrheit Gottes uns in Gleichnissen gesagt wird. Was Jesus mit seinem Gleichnissen meint, begreifen wir ahnend in dem Maß, als wir damit einverstanden sind. Wir beginnen diese heilige Messe mit dem Eröffnungsvers: Ich will in Gerechtigkeit dein Angesicht schauen. Mich satt sehen an deiner Gestalt, wenn ich einst erwache. Schwestern und Brüder, bevor wir das Wort Gottes hören und das Opfer Christi feiern, wollen wir uns bereiten und Gott um Vergebung unserer Sünden bitten. Durch meine Schuld, durch meine große Schuld, darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn.
Heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o Herr. An jenem Tag verließ Jesus das Haus und setzte sich an das Ufer des Sees. Da versammelte sich eine große Menschenmenge um ihn. Er stieg deshalb in ein Boot und setzte sich. Die Leute aber standen am Ufer. Und er sprach lange zu ihnen in Form von Gleichnissen. Er sagte, ein Seemann ging aufs Feld, um zu sehen. Als er säte, fiel ein Teil der Körner auf den Weg, und die Vögel kamen und fraßen sie. Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden, wo es nur wenig Erde gab, und ging sofort auf, weil das Erdreich nicht tief war. Als aber die Sonne hochstieg, wurde die Saat versenkt und verdorrte, weil sie keine Wurzeln hatte. Wieder ein anderer Teil fiel in die Dornen, und die Dornen wuchsen und erstickten die Saat. Ein anderer Teil schließlich fiel auf guten Boden und brachte Frucht, teils hundertfach, teils 60-fach, teils 30-fach. Wer Ohren hat, der höre. Da kamen die Jünger zu ihm und sagten, warum redest du zu ihnen in Gleichnissen? Er antwortete, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Himmelreichs zu erkennen. Ihnen aber ist es nicht gegeben. Denn wer hat, dem wird gegeben, und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch noch weggenommen, was er hat. Deshalb rede ich zu ihnen in Gleichnissen, weil sie sehen und doch nicht sehen, weil sie hören und doch nicht hören und nichts verstehen. An ihnen erfüllt sich die Weissagung Jesajas, hören sollt ihr, hören aber nicht verstehen. Sehen sollt ihr, sehen aber nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist hart geworden, und mit ihren Ohren hören sie nur schwer, und ihre Augen halten sie geschlossen, damit sie mit ihren Augen nicht sehen und mit ihren Ohren nicht hören, damit sie mit ihrem Herzen nicht zur Einsicht kommen, damit sie sich nicht bekehren, um ich sie nicht heile. Ihr aber seid selig, denn eure Augen sehen und eure Ohren hören. Amen, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben sich danach gesehnt, zu sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen, und zu hören, was auf felsigen Boden ist der Samen bei dem gefallen, der das Wort hört und sofort freilich aufnimmt, aber keine Wurzeln hat, sondern unbeständig ist. So war er um des Wortes willen bedrängt oder verfolgt wird, kommt er zu Fall. In die Dornen ist der Samen bei dem gefallen, der das Wort zwar hört, aber dann ersticken es die Sorgen dieser Welt und der trügerische Reichtum. Auf guten Boden ist der Samen bei dem gesät, der das Wort hört und es auch versteht. Er bringt dann Frucht, hundertfach oder 60-fach oder 30-fach. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Wo sollen sie Orientierung finden? Die Zeit der geschlossenen katholischen Welt ist endgültig vorbei. Glauben ist nicht mehr selbstverständlich, wie es früher in manchen Gegenden zu sein schien. In Einzelnen gar nicht entschlüsselt. Das bleibt für mich selbst ein Geheimnis. Wenn ich bei mir diese Entscheidung des Glaubens nicht entschlüsseln kann, dann kann ich sie auch nicht einfach machen oder widerrufen. Aber dann kann ich auch
die Entscheidung zum Glauben bei anderen nicht machen. Ich kann Hilfestellung geben, die Sinnhaftigkeit des Glaubens durch Worte und vor allem durch mein Leben deutlich zu machen versuchen. Aber ich kann den Glauben der Kinder nicht machen. Nicht als Eltern. Dürfen oder müssen wir dann nicht sagen, Glaube ist Geschenk, theologisch gesprochen Gnade. Da sind wir beim heiligen Evangelium. Die Jünger sind hinausgezogen und haben Jesu Botschaft weitergetragen. Aber viele wollten sie nicht hören. Enttäuscht kamen sie zurück. Und ihrem Meister erging es ja nicht anders. Nach der anfänglichen Begeisterung des Volkes bleiben die meisten wieder weg. Auch Jesus fand nicht überall Glauben. Da kamen Fragen auf. War das wirklich der Messias? War das die richtige Methode, langmütig und geduldig mit den Menschen umzugehen, um sie zu werben, Sünden nicht zu brandmarken, sondern zu vergeben? Wie sollte es weitergehen? Da erzählt Jesus dieses Gleichnis. Er erzählt es für sich und für die Jünger. Ja, viel geht verloren beim Sehen, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Der Boden ist nicht geeignet. Aber das Entscheidende ist, einiges fällt auf guten Boden und da geht die Saat auf. Da gibt es hundertfältige Frucht. Darauf dürft ihr vertrauen. Das ist Jesu Antwort auf die enttäuschenden Erfahrungen, dass auch er selber nicht überall Glauben findet. Es ist seine Einladung an uns, unseren Dienst geduldig zu tun, mit großem und langem Atem, mit der Kraft, auch Enttäuschungen auszuhalten, ohne daran zu verzweifeln oder zu verbittern, ohne uns selbst oder die anderen aufzugeben. Liebe Schwestern und Brüder, sicher müssen wir uns immer wieder fragen, ob wir es dem richtig und gut machen, ob wir glaubwürdig sind, ob wir auch selbst so zu leben versuchen. Aber wir sind nicht besser oder klüger als Jesus selbst, das apostolische Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen heiligen Worten. Thank you.
der Blindheit, Schuld und Not herausführen und zu dir hinkehren wollest. Wir bitten dich, erhör uns. Dass du alle unsere Verstorbenen zur Herrlichkeit der Auferstehung führen wollest. Wir bitten dich, erhör uns. Denn du bist gütig und menschenfreundlich. Dich preisen wir durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, in der Einheit des Heiligen Geistes, in alle Ewigkeit. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist ehrlich und recht. In Wahrheit Mensch geworden aus Maria der Jungfrau. Durch sein Leiden am Kreuz hat er uns vom ewigen Tod befreit und durch seine Auferstehung uns das unvergängliche Leben erworben. Darum preisen dich deine Erlösten und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, 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 Gott, der Allmächtige und Gewahre, erfüllt in Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit, Hosanna in der Höhe, hochgelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn, Hosanna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist, durch ihn, den du zu deinen Rechten erhöht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn, Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch,
dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Sein Tod, Herr, verliebe mir, und seine Auferstehung treffe mir, bis du kommst in die Herzen. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Wir heißen Kinder Gottes und sind es. Darum beten wir jetzt voll Vertrauen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Erlöse uns der allmächtige Vater von allen Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Vergebung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat seinen Aposteln gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, mein Gott, und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Lamm Gottes, thank you.
Lasset uns beten. Herr, unser Gott, wir danken dir für die heilige Gabe. Lass deine Heilsgnade in uns wachsen, so oft wir diese Speise empfangen. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn. Gnade, der Herr ist mit dir.
Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Im Namen des Vaters, O Jesus, gelehrt, O Jesus, deine mich tot und lebendig. Amen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ihr Lob sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Mein Gott und Herr, alles zu deiner Ehre. Heilig das Herz Jesu, gib, dass ich dich immer mehr lieb. Amen. Thank you.
Ich habe nicht so viel mehr. Ja, hey.